Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video. Inzwischen haben sie viele mir geschrieben und mich um Tipps zum Deutschlernen gebeten. Natürlich gibt es sehr viele Methoden bzw. Strategien, um Deutsch effektiv zu erlernen. Aber ob die Methoden, die ich anwende, auch für euch hilfreich sind, weiß man doch nicht. Jeder lernt anders. Wenn ihr beim Deutschlernen nur an endlose Vokabeln und komplizierte Grammatikregeln denkt, werdet ihr wahrscheinlich frustriert und vorschnell aufgeben. Es kommt lediglich auf die Motivation, die richtige Einstellung und die richtige Herangehensweise an. In diesem Video werde ich ein paar allgemeine Tipps vorstellen, die euch dabei helfen können, Deutsch effektiv zu erlernen. So, lasst uns mal anfangen. Ja, ihr werdet jetzt beim Deutschlernen viele machen und das ist auch gut so, denn daraus lernt man bekanntlich. Erinnert ihr euch noch, wie ihr als Kleinkind eure Muttersprache gelernt habt? Für Kinder ist es ganz normal, fehlerhafte Sätze zu bauen und auch mal unverständlich zu reden. Erwachsene hingegen haben immer den Drang, immer alles perfekt machen zu wollen. Doch kann diese Einstellung euch beim Deutschlernen behindern. Manche wagen nicht, Deutsch zu sprechen, weil sie ständig Angst haben, Fehler zu machen. Aber so kann man keinen Fortschritt machen. Lässt diese Einstellung ab und akzeptiert, dass es auch ganz normal ist, Fehler zu machen. Die sind nicht negativ, sondern jeder Fehler ist toll. Denn es bedeutet, dass ihr die Sprache aktiv angewendet habt. Wichtig ist, aus Fehlern zu lernen, um es das nächste Mal besser zu machen. Die deutsche Grammatik ist sehr kompliziert, muss ich sagen. Bis man Deutsch fließend und fehlerfrei sprechen könnt, braucht es eine gewisse Zeit. Ihr sollt auch wissen, wer eine Fremdsprache richtig erlernen möchte, muss Zeit und Fleiß investieren. Und in der Regel viel Zeit. Das Deutschlernen macht nicht immer Spaß. An manchen Tagen können Sie aus bestimmten Gründen eure Motivation verlieren. Oh, ich habe keinen Bock. Ich bin heute einfach zu müde. Manchmal ist es auch einfach eine harte Arbeit. Daher solltet ihr eine Leidenschaft für die deutsche Sprache sowie die deutsche Kultur entwickeln. Diese Leidenschaft hebt euch auch dann über die unschönen Zeiten des Lernens hinweg. Falls es euch zu schwer fällt, eine Leidenschaft für Deutsch zu finden, dann denkt an den Grund, warum ihr überhaupt Deutsch lernen wollt. Ist euch wichtig für euer Studium oder für eure Arbeit oder ihr verliebt euch in einen deutschen Mann oder eine deutsche Frau und möchtet daher Deutsch lernen? Habt es euch eure Beweggründe vor Augen, wenn es mal an Motivation mangelt? So kommt ihr schnell auf den richtigen Weg. Übrigens solltet ihr auch wissen, eine neue Fremdsprache zu erlernen fordert Arbeit, Motivation und Durchhaltevermögen. Ihr möchtet Deutsch lernen und wisst gar nicht so recht, wo ihr anfangen sollt. Eine effektive Zielformulierung könnte euch dabei helfen, euren Traum zu verwirklichen. Zu Beginn stehen einige Fragen, die ihr euch sehr stellen und ehrlich beantworten solltet. Wie zum Beispiel, wozu lernt ihr Deutsch? Was werdet ihr in Deutschland machen? Plant ihr die Sprache nur zu sprechen oder wollt ihr auch lesen und schreiben können? Welches Niveau wollt ihr erreichen und mit wann sollt ihr es erreichen? Wie groß ist euer Budget, das ihr zum Deutschlernen zur Verfügung habt? Wollt ihr Sans lernen oder einen Sprachkurs besuchen? Nachdem ihr diese Fragen beantwortet habt, beginnt eure Ziele zu definieren. Es ist immer wichtig, konkrete nächste Schritte zu formulieren und nicht so vage Vorsätze wie ich möchte gut Deutsch sprechen oder ich möchte die Prüfungen bestehen und so weiter. Sondern stattdessen jeden Tag vor dem Schlafen 10 neue Worte lernen oder jeden Tag beim Frühstücken deutsche Nachrichten hören und so weiter. Fangt mit kleinen Schritten an, nicht so jeden Tag 2 Stunden Grammatikübungen machen.
Es mag ein toller Vorsatz sein, aber wird kaum langfristig in eurem Alltag Platz finden. Schreibt eure Ziele auf und hängt die Zettel an den PC-Bildschirm, an den Kühlschrank oder an den Spiegel im Badezimmer, damit ihr sie jeden Tag sehen könnt. Okay, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann ich Vokabeln am effektivsten lernen? Ihr habt eine lange Vokabelliste vor euch und habt keinen Bock, sie zu pauken. Naja, pauken ist vielleicht gut für eure Prüfungen, aber langfristig hilft es euch nicht. Wir lernen nicht nur, um Prüfungen zu bestehen, sondern auch mal, um fließend auf Deutsch kommunizieren zu können. Ja? Was besser für euch ist, versucht, die neuen Wörter mit mehreren Sinnen zu erfahren. Lest ein Wort und sprecht es mit. Zusätzlich sollte man die neuen Vokabeln mit eigenen Bildern, Einstellungen und Gefühlen belegen und so verstärken. Ihr solltet nur themenverwandte Wörter zusammen lernen und gemeinsam abspeichern. Wie ich vorher gesagt habe, soll ich euch Ziele setzen. Zum Beispiel 10 neue Wörter oder noch mehr pro Tag lernen oder 15 Minuten pro Tag fürs Wortschatzlernen verbringen und so weiter. Wenn ihr keine Lust mehr auf Bücher oder Papiere habt, versucht mal mit anderen Medien zu lernen. Hört Musik oder Nachrichten, schaut euch Filme mit deutschen Untertiteln an und versucht die neuen Wörter aus dem Kontext zu erschließen. So könnt ihr die Vokabeln besser und langfristiger behandeln. Ihr sollt nicht nur einzelne Wörter lernen, sondern schreibt Beispielsätze mit dem Wort auf. Dafür sollt ihr ein gutes Deutschwörterbuch haben. Ja? Wir sollen die Wörter auch mal anwenden können, statt nur die Bedeutung kennen und die Worte schnell vergessen, weil wir sie nicht benutzen. Und nicht vergessen, die neuen Vokabeln regelmäßig zu wiederholen. Ich hoffe, dass ihr jetzt genug motiviert seid, Deutsch fleißig zu lernen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und viel Erfolg. Noch eine kleine Anmerkung. Unter dem Video findet ihr eine Zusammenstellung von Lernmaterialien, die euch mal nützlich sein könnten. Genau. So, jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.